Hallöchen, ihr Lieben. Weiter geht's mit Pioneer Drive und Tag 21. Wir sind schon echt weit gekommen und das Ganze macht sich hoffentlich auch dann bezahlt, wenn wir damit durch sind. Ich hoffe, wir machen das Ganze nicht umsonst. Muss ja irgendwie einen Grund geben, warum wir hier überhaupt in diesem Haus sind und jetzt diese 30 Tage durchstehen wollen. Mit Gott an unserer Seite, der am Himmel ist. Ein paar Mal öfters, aber ist ja kein Problem. Gibt halt, es sind Drillinge. Ja, Gott ist ein Drilling. Was? Ich hab den Sound ziemlich laut an. Verfickte Scheiße. Und das hat mich gerade richtig erschrocken, weil es einfach viel zu laut war. Aber ich lasse es jetzt einfach so laut, weil ich mich halt irgendwie... Ah, oh, ist mir warm jetzt schon, weil ich mich irgendwie... Weil ich Angst hab. Mein Gott, bin ich wieder ein Angsthase. Was ist denn hier eigentlich vorne auf dem Bild drauf? Hier vorne? Was ist das? Hier ganz vorne. Weiß ich nicht. Hä, wie nervös ich bin. Oh mein Gott. Halt die Fresse. Kühlschrank. Dieses Spiel denkt irgendwie auf einmal, dass ich mich... Hallo? Erschrecke. Das ist aber nicht wahr. Nicht wegen allem. Die meisten, aber nicht wegen allem, ja. Solange jetzt nicht irgendwie ein Mädchen kommt mit langen schwarzen Haaren, das vor dem Gesicht ist und ganz langsam sich zu mir bewegt, ist alles gut. Solange das nicht passiert, kann ich noch friedlich schlafen. Also ich hoffe es. Ich hoffe es echt, dass ich da noch schlafen kann. Ansonsten müsste ich mir halt jemanden suchen. Ach so, da... Ich muss sogar wirklich ein bisschen den Sound leiser machen, weil es ist einfach doch zu laut. Und es war die Rede von dem lieben Mr. Von dem... Hallo, was ist denn hier gerade los? Hallo. Schild. Kriegen wir es hin? Ich würde sagen, von dem lieben Mr. Mr. Bushman. Da war doch irgendwie die Rede von, dass er sich jetzt draußen oder im Haus irgendwie so bewegt. Und ich glaube, steht er nicht mehr. Nee. Ey. Nee. Ey. Nee. Nein, ich geh jetzt rein. Ich drehe mich nicht um. Verfickte Scheiße. Der ist ja wirklich nicht mehr da. Alter, das ist doch nicht deren Ernst. Miau. Yo, ja, genau. Oh, ist er bestimmt hier im Haus. Verfolgt mich. Genau wie der kleine Clown. Schreibt mich wahrscheinlich auch nochmal voll an. Und keine Ahnung, was er damit mit mir macht. Aber ich finde das nicht in Ordnung, okay? Ich weiß auch nicht, wo ich gerade langlaufe. Es ist mir gerade alles scheißegal. Ich finde es auf jeden Fall nicht coolio und ich möchte das auch nicht haben. Danke. Dankeschön. Jetzt gehe ich. Mann, ihr seid so verfieser, du. Mauterdiedado. Ihr seid so scheiße. Ich möchte nicht, dass der Strohsack draußen irgendwie rumrennt und mich erschrecken kann. Oh, ich brauch das sogar. Flash mich nochmal. Als wäre es das erste Mal. Wisst ihr, wo ich es lang gehe, wo ich schon Jahre nicht mehr war? Klingelingeling. Oh, guck mal, jetzt habe ich mich erschrocken, weil ich mich umgedreht habe zum Telefon. Ich mache es extra, keine Sorge. Das Telefon erschreckt mich echt nicht. Eigentlich, oder? War das schon mal so? Kerze machen und Freund finden. Kerzen, Freund, nee. Ah, ich werde hier schon wieder wahnsinnig mit euch. Ich werde hier schon wieder wahnsinnig, ey, ganz ehrlich. Ich kriege bald die Krise mit euch allen. Und das Licht flackert. Oh, wir haben eins. Wie schön, wir haben ein Uhr. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr, weil ihr alle so gemein schon... Oh, da hat sich irgendwas bewegt. Oh, oh ja, Teppich, Vanessa. Guck dich zum Teppich um. Was, guck dich zum Teppich um? What the fuck is going on? Wie passt denn? Das Licht ist ausgegangen und ich hab Aua. Ich hab Aua. Hi. Okay, nee, hier war auch echt nichts mehr. Ich dachte, hier ging es ja noch irgendwie weiter. Aber das war's schon. Ich krieg Gänsehaut. Hört auf. Das ist nicht cool. Nein. Ich möchte das nicht. Lasst mich in Ruhe. Ich hab hier... Das Licht ist wieder ausgegangen, weil ich einmal draußen war. Ey, das ist ja voll unfair. Wenn nicht mal das Licht da bleibt, wenn ich da reingegangen bin. Ich glaube, ich bin auch gerade verlaut. Entschuldigung übrigens. Oh Gott. So.
Lasst uns die Party beginnen. Let's get this party started. Woo! Party time, everyone is ready for the party. Weiß nicht, was das für ein Englisch war. YOLO! Sobald es bei mir zu Hause auch dunkler wird, und ich halt noch Licht in meinem Zimmer anhab, ist ja auch eigentlich logisch. Ich spiele das Spiel nicht ganz im Dunkeln. Werd ich so nervös. Guck mich an, Gustav. Gustav? Darf ich Sie bitten, mich anzuschauen? Gustav? Nee, Gustav möchte mich nicht anschauen. Das ist echt traurig, Gustav. Ich dachte, wir beide und so, you know. Aber anscheinend nicht. Okay, Lampen, ihr habt mich gerade richtig erschrocken. Lampen, warum seid ihr so auffällig? Warum kommen mir wieder diese Geräusche? Warum habe ich mein Spiel nur so oft laut? Was war das für ein Geräusch? Was war das? Was war das? Licht an, bitte. Oh, hi, Dorothea, du mal wieder hier. Ah, das ist ja echt... Wow, die sieht man hier so oft und das ist ja gar nicht mal so selten, wie ich dachte. Das ist echt zuckersüß von dir, oh, Schnucki. Und ich darf ehrlich gesagt nicht mehr so oft die Kerzen, die Lampe neu anmachen. Die Batterien verwenden, weil ich selber irgendwie kaum noch was habe. Nee, ich wollte eigentlich nicht lang. Oder wollte ich da doch lang? Möchte ich vielleicht einmal rausgehen? Ich glaube, ich möchte es einmal rausgehen. Let's get this party started. Ich bin mir absolut sicher, dass draußen jemand übers Haus herumschleicht. Ich sollte mich draußen umsehen. Ich sollte mich draußen umsehen, weil ich genau weiß, dass draußen die scheiß Heuschrecke. Mr. Bushman ist, sagen wir es so. Mr. Bushman, wo bist du? Bam! Aha. Mr. Bushman. Mr. Bushman. Mr. Bushman. Ah! Kobra! Ah! Das ist ständig jemand hinter mir. Das höre ich doch. Oh, das ist so unangenehm, Leute. Das ist so unangenehm. Ich muss den Sound leiser machen. Ich komme wirklich damit nicht klar. Wirklich, das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Oh mein... Schon wieder schrei ich so behindert, ey. Was ist denn hier los? Kriege ich wenigstens irgendwas? Kriege ich was dafür, dass du hier warst? Mr. Bushman. Mr. Bushman. Warum verfolgen Sie mich? Ich möchte einen Schlüssel haben. Wo ist hier ein Schlüssel? Ich möchte hier bitte einen Schlüssel haben. Ja, wo kriege ich denn jetzt einen Schlüssel? Vielleicht da drüben, wo er eigentlich steht? Ich weiß es nicht. Ganz ruhig. Kriege ich hier mal vielleicht einen? Nein. Ah, das ist... Oh doch, Mr. Bushman. Gehen Sie weg von mir. Ich möchte mich nicht nochmal umdrehen. Alter, wie wenig Leben ich habe, meine ich. Ich habe so wenig Leben, nur noch lasst mich rein. Oh Gott. Dupe! Oh Gott, das schreckt mich doch nicht so. Nee, hier sind wir wieder. Okay. Ja, okay, ich habe es verstanden. Ich bin ein Blödkopf. Ich habe nicht passenden Schlüssel. Ach nein, ist das traurig. Das ist ja so traurig. Tick-Tack, Tick-Tack, halt die Fresse. Oh, Entschuldigung. Nein! Nee, das ist nicht freaky fresh von euch. Wo ist er denn? Hä? Warum hat er mich angeschrien? Wo ist er denn? Hä, wo? Warum hat er mich angelacht? Ich sehe ihn hier nirgends. Hey, was ist hier denn nur los? Dieser Raum. Wo ist hier ein Schlüssel? Oder Erinnerung? Wo ist hier irgendwie... Hast du dich... Okay. Chillen wir erstmal ein bisschen, ja? Ach, da ist was. Oh, habe ich nicht gesehen. Linda hält es hier nicht mehr länger aus. Sie will weg.
Wir wollten morgens losfahren, aber das Auto sprang nicht mehr an. Wir müssen noch einen Tag länger bleiben. Na dann, wie wär's mit Laufen? Packt eure 7 Sachen und rennt weg von diesem Haus. Von dem Clown. Meinetwegen, also irgendwie könnt ihr euch auch hinterherrennen. Ich meine, es sind Clowns. Es bewegt sich auch hier herum. Spiegel sind scheiße. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin mir so sicher, dass ich jetzt, hi! Dass jetzt sich auch Mr. Bushman draußen herumbewegen wird. Ich gehe jetzt kurz nach draußen und suche nach Batterien. Wenn ich die hier jetzt kurz aufladen kann, denn wir haben echt kaum noch welche. Hallöchen, Margret! Margret. Mega, wie du halt heißen möchtest, das ist mir egal. Eine schöne Bank haben wir hier wachsen. Hier wachsen sogar Pilze. Können wir jetzt eigentlich. Warte, ich will mal versuchen zu gehen. Und eben hat sich meine Energie nicht ganz aufgefüllt, kann das sein? Sie hat sich nicht ganz aufgefüllt. So, ich möchte bitte gehen. Ja, also, was ist, wenn wir gehen wollen? Ich bin gehüpft, wie süß. Was ist, wenn wir gehen wollen? Ich habe irgendwie Angst. Okay, ich möchte nicht flüchten, nein. Ich dachte, irgendwas Lustiges passiert, wenn man da lang rennt, aber ich möchte nicht flüchten. Ich möchte nicht aufgeben. Und das Spiel beenden möchte ich erst, nachdem ich diese Nacht überlebt habe. Und ich drehe mich auch nicht mehr um. Mr. Bushman, du kannst es vergessen. Ich weiß genau, dass du hinter mir her bist. Also halt deine Gusche und nerv mich nicht weiter. Hast du es kapiert? Hast du es kapiert? Hey, Kapische? Ja, okay. Okay. Wir suchen weiter nach Batterien. Wir suchen sowas von nach Batterien. Ich ignoriere einfach diesen Sound, was das Ding hier mit mir macht. Hinter mir. Oh, springen kann ich gar nicht. La la la. Ich bin ein Holzfäller. Da 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 da. Schalali, schalalu, lalali, lalala. Warum ist da nix? Ey. Ich brauche aber... Nein, halt die Fresse. La la la. Lalala. Liegt irgendwas bei der Dings hier? Nö, sehr traurig. Was mit dir? Du hast ein Kind im Arm. Schön. Hier war ich schon lange nicht mehr, fällt mir gerade auf. Ein bisschen draußen rumrennen, ein bisschen keine Batterien finden. Das ist ziemlich traurig. Das ist so mega traurig. Ja, scheiße, ich finde keine Batterien mehr und wir haben so viele benutzt. Das ist schon mal richtig scheiße. Das ist richtig, richtig, richtig scheiße. Hallo, geh weg hier. Und, wow. Vorsicht. Ja, Vorsicht, habe ich gesagt. Oh. Wie spät haben wir es denn? Ja. Ich könnte mir zum Beispiel das Ding anmachen. Warum auch immer. Und jetzt mal genau jetzt auf die hingucken. Passiert irgendwas? Ich habe Angst, irgendwie. Ich habe wirklich richtig Angst, da hinzugucken, ne? Egal, wir spielen jetzt weiter. Hoppala! Hoppala! Okay, ne, passiert nichts. Ich dachte vielleicht, aber... Oh nein, ich bin so doof! Hör, habe ich jetzt 2 benutzt? Nee, ne? Ich wollte es gar nicht machen. Leute, ich wollte es echt nicht machen. Was habe ich nur getan? Was habe ich nur getan? Scheiße. Mann, die brauche ich. Mann, Leute, bitte, bitte glaubt mir, das war nicht meine Absicht. Das war nicht meine Absicht, verdammt! Nein, halt die Schnute. Schadalalala, Schnute. Ich bin... Wo bin ich, meine ich? Will ich hier sein? Ah ne, jetzt bin ich hier. Hier will ich gar nicht sein. Hoppla! Ich möchte nämlich hier lang. Und dann bin ich hier richtig. Das heißt, ich gehe einmal nach oben. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang konnte. Hier? Ja! Hi, nackte Lady. Und Sachen, aber hier ist nichts, ne? Also diese scheiß Sachen. Okay. Da rein könnte ich auch nicht. Nervosität ist vorhanden. Nervosität ist immer noch da.
Wut, was ist hier los? Oh Gott, Gruselfusel, ja. Ja, Nicole, Gruselfusel. Ja. Ich werde es aber nicht antworten, das mache ich erst danach. Lalali, lalalo. Lalala. Wohin gehe ich denn jetzt? Was möchte ich überhaupt machen? Was ist überhaupt mein Ziel in diesem Leben? Was möchte ich erreichen? Oh, ein Zimmer! Geht nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Lalala. Wir haben schon wieder kaum Batterie. Haben wir hier irgendwie... nein, Streichhölzer. Und Streichhölzer. Allgemein viel zu viele Streichhölzer. Viel zu viele. Das heißt, wir könnten uns immer wieder gut bedienen. Wenn wir denn noch welche bräuchten. Licht! Oh nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Oh, ich bin so doof. Wenn man zwei benutzt. Ja, so macht man das richtig, Vanessa. Ich möchte nach unten gehen. Jetzt seht ihr wieder kommen, was? Weil ich so dumm bin, um damit umzugehen. Hi! Wohin muss ich gehen? Das ist verschlossen. Da. Das ist der Tahiti-Raum. Tahiti. Das ist Tahiti. Und ich bin behindert. Wuh! Wenn ich mich jetzt umdrehe, ist er am Fenster! Am Fenster ist er! Nee? Oh, hallo! Ich möchte nicht am Fenster stehen, das ist ja voll gruselig. Oh, Alter. Oh, Fenster. Gruselig. Entschuldigung, ich bin mal wieder total gestört in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wo ich hingehen könnte. Oh. Oh, das ist natürlich jetzt nicht nett, ne? Das ist nicht nett. Und hier war ich ja schon überall. Das bringt mir ja auch nichts weiter. Das hilft mir nicht. Nee. Ich brauche einen Tipp. Der Raum war es auch nicht. Nein. Nein. Ganz oben. Ganz oben vielleicht. Da war ich noch gar nicht. Jetzt. Heute diese Nacht. Ha. Ja. Nein, Licht. Ah. Nein, doch. Ah. Hier ist ja nur ein scheiß Bettzimmer. Ich habe mir hier auch nichts mehr her. Auch keine Batterien oder so. Scheiße. Jason! Nein, Badezimmer ist auch nichts. Hätte ich auch schon Batterien. Diese Batterien sind gerade... Ich habe das Gefühl, ich muss noch mal zurück ins Fernsehzimmer. Hecht. Ha, du Hecht. Ha. Ich will aber nicht. Ich muss mal zurück ins Fernsehzimmer. Da sind schon tausend Sachen passiert. YOLO! Dann gehen wir jetzt hin. Ich hoffe gerade, dass ich überhaupt richtig laufe. Ja, eigentlich schon. Oh, dieses Geräusch mag ich auch nicht. Ich mag gar kein Geräusch hier. Das Geräusch mag ich aber am wenigsten. Ja, okay. Und jetzt? Ja, und jetzt? Ich bin noch im Fernsehzimmer. Ist doch das Fernsehzimmer, oder? Nein! Ja, was muss ich denn hier machen? Ich meine, ich bin noch im Fernsehzimmer. Oder gab es noch einen anderen Fernsehzimmer? Ich weiß nicht. Mann, Fenster. Ich will nicht. Ich bin noch im Fernsehzimmer. Was soll ich denn hier tun? Muss ich vielleicht von hier drüben reinkommen einmal? Muss ich das, Mr. Clown? Ich weiß nicht. Ich bin da! Nein! Ah, ich bin noch im Fernsehzimmer. Was gibt's noch für ein Fernsehzimmer? Macht mich nicht nervös, Leute. Oh, bitte macht mich... Ich bin noch im Fernsehzimmer, Mann. Was ist denn... Nein, ich... Oh. Wut. Ist mir egal. Ist hier irgendwo ein Schlüssel oder was? Ah. Ja, ich bin doch jetzt... Ich guck mal kurz hier drüben, ob es da irgendwie Batterien gab. Nämlich genau hier. Gab's hier Batterien? Bitte sagt mir ja. Bitte sagt mir ja. Ich brauche Batterien. Ich brauche Batterien. Nein, du... Psst. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Oh nein. Warum finde ich denn nirgendwo Batterien? Was für ein Fernsehzimmer gibt es denn noch? Sag's mir, Bruder. Ja, ich...
ist das nicht das Fernsehzimmer? Was gibt es denn noch für ein Fernsehzimmer? Ich weiß es nicht. Ist das hier ein Fernsehzimmer? Ich weiß es nicht. Ey. Ja, Kerze, geh an. Führt ihr mich jetzt zum richtigen Weg oder was? Okay, ich muss hier lang gehen. Die helfen mir, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Die helfen mir, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das ist ja echt nett. Das ist echt nett von denen. Ich muss nach oben gehen? Muss ich das? Oh, wie süß die sind. Die sagen mir, wo ich hin muss. Hier lang? Hier lang? Nee, nicht hier lang. Hier lang muss ich nicht. Nach oben gehen? Oh. Hä? Okay, und jetzt? Kann ich denn jetzt lang oben nochmal, oder? Ich bin hier so überfordert. Ich habe einfach keine Ahnung mehr. Ich habe so keine Ahnung mehr, verdammt, ey. Ah, scheiße. Vielleicht in den letzten Raum hier? Ich weiß nicht. Mann, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich will nicht mehr. Bitte rettet mich. 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 Warum? 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 Ich hab nur mehr Angst. Ich will nicht mehr. Scheiß Spiel, es macht mir Angst. Das hatte ich ja vorher noch nie, dass es das gemacht hat. Leute, okay. Ich übertreibe. Oh, Alter, verdammte Scheiße. Es macht mir noch mehr Angst. Ich bin gerade richtig nervös. Und so nervös war ich noch nie bei einer Aufnahme. Weil ich mich eben so erschrocken habe. Ich möchte bitte jetzt diese Nacht beenden. Gib mir diesen Scheiß, Alter. Fuck, Mio. Diese Nacht haben wir beide kein Auge zu bekommen. Die Geräusche im Haus wurden immer schlimmer. Ja, das erschreckt mich nur, weil da so ein Ding war. Alter, das war eben richtig gruselig. Ich habe mich voll erschrocken, ne? Alter. Tag 23, möchte ich das wirklich noch? Ach du Scheiße. Hört sich irgendwie so ein Klo-Monster. Egal, ciao!